und herzlich willkommen zurück zu Attack on Titan 2 Final Battle. Freut mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir auf jeden Fall das Finale von diesem Projekt am Start, Freunde. Ob ich das Ganze jetzt nochmal irgendwie streamen werde oder nicht, kann ich euch an der Stelle noch nicht sagen. Deswegen sage ich euch nur schon mal, folgt mir auf Twitter und folgt mir auch auf Twitch und natürlich auch auf Instagram, denn dort kündige ich solche Sachen immer zu 100% an. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall dort folgen, Freunde. Und dann sollte die Sache auch geregelt sein. Nach diesem Part wird es erstmal keinen Part mehr geben. Das ist auf jeden Fall das Story-Finale. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Video gehen wird. Aber ich baller jetzt hier auf jeden Fall alles rein, was man hier noch reinballern kann, Freunde. Und das ist eben Episode 4, Zweikampf. Legen wir los! Stoheskude, Megata no Kyojin ga Chousa Heidan ni yabure. Ani wa, Heki nai de torawale no mi tonatta. Sonna naka, ライナーたちの故郷から駆けつけたのは獣の巨人戦士長ジークであった。戦士長としてジークは座標の奪取を優先せよと指示するが、ライナーとベルトルトは兄の奪還を優先したいと主張する。真っ向から意見を衝突させたライナーたちとジークはどちらの方針に従って行動するかを決めるべく、ベルトルトの見守る中、 So, Freunde, jetzt dürfen wir tatsächlich den Beast Titan spielen. Ich meine, das ist das allererste Mal, dass man jetzt diesen Titan einfach spielen kann. Davor konnte man wirklich jeden Titan spielen, bis auf den Kolossalen halt. Aber das ist schon wirklich jetzt irgendwie so eine krasse Ehre, einfach mal diesen Charakter hier zu spielen. Wir haben natürlich auch einen starken Angriff, den werden wir auch gleich einsetzen. Ich sehe auch, dass dieser Kampf unendlich lang geht, beziehungsweise dieser Modus halt von ihm. Erledige einfach den Panzer-Titan, das werden wir hinkriegen, Freunde. Setzen wir erstmal unseren Signature-Move ein. Natürlich, er spielt wieder mit Steinen oder er wirft wieder mit Steinen. Was hat Mama immer gesagt? Nicht mit Steinen mehr im Glashaus werfen. Und was macht der Tier-Titan? Er wirft direkt mit denen. Machen wir mal den starken Angriff. So, zack, uff. Oh. Ja, da macht er nochmal hier den Ich-bin's-Tim-Move. So, erstmal gehen wir weg hier. Guck mal, wir rennen einfach weg. Wir sind auch ziemlich schnell als Beast-Titan. Finde ich ganz cool eigentlich. Und jetzt werfe ich noch mal ein paar Steine. Der kann mir einfach gar nichts, ey. Wie der sich immer auch noch freut, ey. Das ist ja schon mega lustig. Aber jetzt hauen wir erstmal alles kaputt. Wir können hier auch sogar rumspringen. Also wir sind ziemlich schnell als Affe unterwegs hier. Also das feiere ich schon hier irgendwie dezent. Können wir auch durch die Häuser werfen? Ja, so ein bisschen. Das funktioniert. Ihr müsst mir auf jeden Fall in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das findet, so als Beast-Titan, aus der Sicht des Beast-Titan, das Ganze mal zu sehen, Freunde. Schreibt mir rein, weil der ein oder andere kann es ja nicht spielen. Er kann es ja nur sehen, wie das Ganze hier eben funktioniert. Und ich meine, hä, Moment mal, kann ich den... Ne, ich wollte schon gerade sagen, weil unten der Balken noch da war, dass ich das einfach spammen kann, die Attacke, aber das wird scheinbar nicht funktionieren. Ist ja auch gut so. So, und nochmal. Ich bin mal gespannt, wenn wir auch Sieg so spielen können, also als ganz normalen Menschen, wie stark er so ist als Charakter. Also mit dem 3D-Manövrierungsgerät, ob er da auch wirklich ein Badass-Charakter ist oder ob er jetzt wirklich nur als Beast-Titan ein krasser Charakter ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man wirklich solche fatalen Missionen macht, gibt es ja hier in dem Spiel, dass man da wirklich den ein oder anderen krassen Move hinkriegen kann mit diesem Beast-Titan, weil der wirklich schnell ist und auch wirklich gut Schaden macht. So, letzter Angriff. Und schon haben wir es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Der Panzer-Titan wurde aus Gefecht gesetzt. Ah, noch eine Nacken. Noch so eine Nackenklatsche. Oder wir hauen so ein bisschen auf den Arsch. Oh Mann. Oh, er steht wieder. Okay, Rainer gibt auf jeden Fall nicht auf. Der weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft hier. Ne, der Hase läuft ja nicht, der hoppelt. Der Hase hoppelt, Freunde. Das darf man nicht verwechseln. Der Hase hoppelt. Ja, Freunde, ihr denkt euch jetzt auch so, was labert Spooky eigentlich hier für eine Scheiße? Genau die Scheiße, die ich immer labere. Also von daher, da gibt's nichts Neues zu. Nichts Neues zu entdecken, Freunde. So. Boah, ich finde das echt cool, mit dem zu spielen. Wirklich, es macht richtig Bock. Klar, wenn jetzt noch so ein paar normale Titanen, ein paar Gegner da wären, so Menschen, die man noch vielleicht bekämpfen könnte, wäre es bestimmt. Wäre es bestimmt auch noch ganz cool. Aber das macht auch Bock. Macht echt Bock hier. Müsst ihr mir auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben, wer von euch das Spiel auch hat und wer auch schon als Beast Titan spielen konnte. Also ich habe wirklich so Social Media mäßig habe ich auf jeden Fall ein paar gesehen, die sich auf jeden Fall auch geholt haben und so. Auch auf Instagram haben mir ein paar Bilder geschickt und so. Das ist ganz cool eigentlich.
Aber ich glaube, der Hype um das Spiel hält sich irgendwo noch so in Grenzen, so was ich mitgekriegt habe. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil jetzt kann man sich Final Battle echt holen. Das wollte ich einfach nochmal kurz zu dem Spiel sagen, kann man sich echt holen und kann einfach nochmal alles wirklich jetzt spielen, sei es von Staffel 1, 2 und 3, komplett tutti frutti. Und einen kleinen Teil von Staffel 4 wird es auch noch geben. Also, wer da Bock hat, kann ich euch auf jeden Fall bis jetzt echt nur empfehlen. Da nochmal den Sternangriff und wir haben ihn besiegt. Alte, wie er weggeklatscht wurde. Ich bin's, Tim. Ja, komm, wir klatschen nochmal ein bisschen auf seinen Popo. Hast du gut gemacht, Rainer.座標の奪取を優先。当然だろ。ここで待ってりゃあっちから来るんだし。ふう。兄ちゃんならきっと大丈夫だよ。拷問なんか受けちゃいないって。どこかに身を隠してキックの練習とかしてんだよ、どうせ。しかし、いくら兄でも。 まだ決意が固まってないってこと。もう一度やってもいいんだぞ、ライナー。ただし負けたら鎧は他の戦士に譲ってもらう。いえ、そんなつもりは。じゃあしっかりしようよ。もう終わらせよう。終わりにしたいんだよ俺たちで。壁上で待機する一行に 四足歩行型の巨人が敵兵力の接近を告げる。今は兄のことは頭から話し、戦うしかない。ここで座標を奪還し、呪われた歴史を、この地獄を終わらせる。そのために散々言ってきたことだが、俺とはこれから離れた位置につくわけだ。少しは自分で考えて行動しろよ。 分かってるよ。本当は誰よりも高い能力を持ってるはずなのに、肝心なところで人任せだ。正直今まで頼りにならなかったぜ。今まではな。終わらせるんだろ、ここで。そうさ、ここで勝って終わらせてやる。 じゃあな。頼んだぞ、相棒。任せろ。 Okay, Freunde, Rainer hat Berthold klar gemacht, dass es jetzt wirklich um alles geht, Freunde. Jetzt muss Berthold wirklich raushauen und Berthold wird raushauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich zu sehen bekommen. Wir werden jetzt aber erstmal Episode 5, ein Kampf bis zum Tod, starten. Das ist auf jeden Fall eine Ansage, Freunde. Und da dürfen wir wahrscheinlich Rainer spielen, wo wir Eren bekämpfen. Und sag jetzt bloß, das ist auch so ein Kampf wie gerade eben. Titan gegen Titan. Rainer war Kyojin-ka-shita-hazu-da. Aizu wa mada ka? Rainer, sochi wa mada? Buji nano ka? Elvin Smith. Ja, maiou na. Saki ni korosu no wa uma da. エレン、なぜ自分から姿を現した。俺たちの目的がお前であることは承知のはず。まさか巨人の力で壁を越えて逃げる気か。奴を壁内に戻すのはまずい。完全な座標の力を身につけた後では手遅れだ。いや待て、逃げるにしろ、なぜわざわざ志願しなくの中で巨人化する。 そうか。奴らの狙いは俺の目標を馬からエレンに移すことか。たく、せっかく登ったってのによ。 Okay, Freunde. Der Plan geht scheinbar für die Gruppe von Eren auf. Wir haben auf jeden Fall Rainer dazu gebracht, oder Rainer hat sich dazu eben entschieden, auf jeden Fall gegen Eren jetzt anzukämpfen. Und das ist tatsächlich wieder so ein Titan-Kampf hier.
Also, gut, wir haben sowas im Let's Play überhaupt nicht gehabt, solche Titankämpfe. Ich finde das auch ganz cool, dass es jetzt im großen Finale auf jeden Fall nochmal sowas gibt, weil das man auch aus der Ehrensicht irgendwie hätte machen können. Aber das haben sie, glaube ich, auch nicht gemacht. Da durften wir dann auch Levi oder so spielen. Also, ist ganz cool. Und ich sehe auch gerade, dass hier Conny, Hanji, Mikasa, Jean, alle sind hier in der Gegend und wollen mich wahrscheinlich angreifen und verletzen. Aber das können die echt sich sparen. Mein Nacken wird niemals frei sein, denn ich achte auf meinen Nacken. Ich liebe meinen Nacken. Ich küsse meinen Nacken. Ich schlafe mit meinem Nacken. Ich mache alles mit meinem Nacken. Wo ist denn Eren jetzt schon wieder hin? Eren? Warum ist der da hinten? WTF, wie schnell ist der da hinten? Alle, wie die mir alle hinterher düsen. Alter Falter, da muss ich echt aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, ob die mich angreifen oder ob das denen wirklich scheißegal ist oder ob das nur Ablenkung sein soll. Aber wenn das wirklich der Fall ist, dann muss ich da aufpassen, Freunde. Bis jetzt haben sie es noch nicht gemacht. Eren ist wieder auf den Beinen, er soll wieder auf die Knie gehen und mir einen Heiratsantrag machen. Das wär's natürlich. Eren macht mir einen Heiratsantrag, Freunde. Was anderes erwarte ich schon gar nicht mehr. So, du brauchst gar nicht abhauen, ich bin viel schneller wie du. Ich bin der Panzertitan. Ich kann nicht ohne Grund durch Mauern rennen und so tun, als ob nichts da wäre. Als ob das Butter wäre, als ob das Butterkekse wären und da einfach durchlaufen, Alter. Da kenne ich gar nichts. Der kann auch gar nichts machen, der weicht eigentlich nur aus. Das hätten sie ruhig ein bisschen schwerer machen können. Also, dass er sich auch mal ein bisschen wehrt, weil wenn ich die ganzen anderen Bosskämpfe sehe, was solche Titankämpfe war, zum Beispiel Eren gegen Annie im Wald, dann hat Annie sich auf jeden Fall mehr gewehrt wie ein Eren hier. Auch in Teil 1 schon. Also, das wisst ihr ja selber, wenn ihr mein Let's Play damals geguckt habt. Deswegen finde ich das gerade ein bisschen schade, dass der sich so gar nicht wehrt. Ich habe ihn jetzt auch schon besiegt. Sag bloß, das war's schon. Tatsache, Map ist weg. Das war's. Ich gehe jetzt noch ein bisschen spazieren. Vielleicht finde ich ja noch irgendeinen geilen Shop, wo ich ein bisschen was einkaufen kann, Freunde. Keine Ahnung. Guck mal, wie die mir alle folgen. Kita! Aizu da! Bertoldo! 話をしたら全員死んでくれるか。僕たちの要求はわずか2つ。エレンの引き渡しと壁内人類の死滅。これが嘘偽りのない現実だ。アルミン、もう全ては決まったことだ。それは残念だよ。兄を残虐非道な憲兵から解放させられるのは もう君しかいないんだよ。このままじゃ兄は家畜の餌に。すればいい。本当に捕まえているのなら兄の話をすればまた僕が取り乱すと思ったか。いや、ただの時間稼ぎか。別の兵士にライナーを殺しに行かせるための。そこまで見えていて なんで話になったの？確認したかった。君たちを前にした途端にまた泣き言を繰り出し許しを請うんじゃないかってね。でももう大丈夫みたいだ。君たちは大切な仲間だしちゃんと殺そうと思ってる。それは僕たちが 悪魔の末裔だから。いや、君たちは誰も悪くないし、悪魔なんかじゃないよ。でも全員死ななきゃいけない。もうダメなんだ。追わないでアルミ。爆風に巻き込まれる。 Ich muss ja echt mal sagen, ich finde es echt überraschend, wie gut eigentlich diese Bilderanimationen sind, weil zum Teil wird ja vieles in Bildern erklärt und dann gibt es auch manchmal so Animationen, wo eben so animierte Bilder sind. Ich bin echt überrascht. Also ihr wisst ja, dass ich, was die Cutscenes angeht, allgemein die animierten Cutscenes sind super. Dann diese animierten Bilder-Cutscenes, die sind auch mega geil. Ich finde das optisch mega cool dargestellt. Das wollte ich einfach nur mal an der Stelle kurz hier erwähnen. So, jetzt gibt's die letzte Episode Aufbruch nach Hause. 調査兵団に追い詰められたライナーだったが
ジークと四足方向型の巨人により際どいところで窮地を脱する。ライナー、お前は運が良かったね。その後ライナーたちはシガンシナクを離れてウォールマリア壁外を南へと向かった。この島の果てにある海岸を目指して。 Okay, Freunde, Aufbruch nach Hause. Wir haben den Beast-Titan auf unserer Seite und den vierbeinigen Titan. Kann man da eigentlich so draufsteigen? Nee, kann man nicht, aber der hat ein ziemlich langes Gesicht und ziemlich weiße Zähne. Lecker Schmecker. Okay, das ist genauso eine Mission jetzt, wieder wie bei Ehren und der 104. Trainingseinheit, dass wir einfach darüber müssen, wahrscheinlich einen Haufen an Titanen jetzt wahrscheinlich platt machen müssen. Was ich ein bisschen komisch finde, weil ich meine, sie kann ja doch diese Titanen auch so ein bisschen lenken, oder? Der hat doch auch so eine Art Koordinator, oder bin ich jetzt irgendwie komplett bescheuert? Warum befiehlt er dann diesen Titanen nicht sozusagen, dass sie ihm nicht folgen sollen oder so? Wisst ihr, wie ich meine? Also man hat es ja damals in der zweiten Staffel, war das glaube ich, hat man es ja gesehen mit Mike, dass er auf jeden Fall Titanen auch lenken kann, so in dem Sinne, wie ich das jetzt eben in Erinnerung hatte. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum er das nicht jetzt ja auch bei diesen Titanen macht. Oder er hat keinen Saft mehr, keine Batterie mehr. Ich weiß es auch nicht, Freunde. So, läuft der Beast Titan schon? Ich glaube noch nicht. Oder? Nee, der steht immer noch da. WTF. Bruder, du kannst Steine werfen. Werf doch irgendwas, machst du die Titanen kaputt hier. Wenn die alle aus dem Weg sein sollen. Ich hab keine Ahnung. Alter, ich greife nur mit schlechten Winkeln an, WTF. Boah. Alter, war das knapp, ey. WTF, da müssen wir echt aufpassen. Also ich glaube, die Titanen sind ein bisschen stärker. Weil ich mache die auch gar nicht mehr One-Hit gerade. Das ist echt belastend gerade so ein bisschen. So, ein Säftle habe ich auch noch schnell getrunken. Geschlürft. Jetzt geht's mir auch wieder wie der Becher. So, er wirft Steine, aber es macht keinen Schaden. Cool. Macht auch voll Sinn. Danke. Und Attacke. Okay, den habe ich auch nicht One-Hit. What? Das war Volltreffer. Ihr habt ja goldenen Schaden gesehen. Ach du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir erst echt alle die hier kurz kaputt machen. Das Gute ist wenigstens, er lenkt die manchmal ab so ein bisschen mit Steinen. Das ist ganz gut. Aber ob mir das auf Dauer was bringt, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Man munkelt auf jeden Fall. Aber ich greife auf jeden Fall an, so gut ich kann. Und hau hier auf jeden Fall alles raus, was ich kann. Auch schön kurz zum Finale nochmal, Freunde. Da kenne ich auf jeden Fall nichts. So, weiter geht's. Bin mal gespannt, ob wir nur da drüben ankommen müssen. Oder ob da drüben auch dann nochmal so ein fetter Boss kommt oder irgend sowas. Aber eigentlich sollte es auf jeden Fall noch Inhalte aus Dings geben. Aus Staffel 4. Ich bin mal gespannt, wann sie das einblenden möchten. Keine Ahnung, wie sie das einbinden wollen. So, habe ich auch geschafft. Okay, das wird nicht nur die komplette Mission sein. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr kommen, Freunde. Das wäre ein bisschen zu wenig, weil wir sind ja schon gleich da. Wenn doch, dann wäre es die lämste finale Mission einer Story hier. Wirklich, tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich will jetzt noch nicht wie sagt man das? Den Abend. Den Tag vor dem Abend loben oder irgendwie sowas. Das will ich jetzt noch nicht. Das will ich noch nicht. So, hast du ihn abgeschossen? Sehr schön. Danke. Alter, wie viele Ziele hier plötzlich jetzt kommen. Och Mann, ey. Ich habe hier gar keine Pause. So, Attacke. Und nochmal Attacke. Sehr schön, haben wir. Aber es ist schade, dass er auch keinen Kombinationsangriff kann, dass ich da mehr Angriffe auf einmal machen kann. Das wäre halt echt voll sick, wenn das rein auch könnte. Ich meine, was ich immer wegschneide, sind solche diese Anfangstexte. Also diejenigen, die das Spiel haben, die merken auf jeden Fall, dass ich ziemlich viel wegschneide. Zum Beispiel die Punktevergabe von der Mission, welchen Rang ich bekomme. Oder eben auch so diesen Ladebildschirm, wo dann irgendwelche Informationen über Charaktere stehen. Da steht halt einfach, dass Rainer der zweitbeste Soldat ist in dieser Ausbildung. Also Mikasa war ja damals die Beste und Rainer eben der Zweitbeste. Und ich finde, als Zweitbeste sollte man, was das 3D-Manövrierungsgerät angeht, auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf haben. Weil es steht auch da, er ist sehr, sehr begabt, was das betrifft. Und ich finde auch, der sollte so ein paar Attacken wie lieber drauf haben. Nur auf seine eigene Art. So. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das hat er einfach nicht. Das ist so schade so. Ich weiß nicht, ob sie da keinen Bock hatten, das zu animieren oder so, aber die hätten da auf jeden Fall kombomäßig ein bisschen mehr Macht. Bin ich einfach der Meinung. So. Bei den Charakteren ist es auch echt so, wenn ich da irgendwie was vom Turm nehme. Ach du Scheiße, wie viele da jetzt kommen. Dann ist auch echt RIP. Dann ist auch echt einfach RIP. Der Turm geht einfach kaputt und ich kann da auch gar nichts mehr holen. Ich kann auch keinen neuen Turm bauen,
Heißt, wenn mein Material weg ist, dann ist mein Material weg. Und das ist scheiße. Das, oh, fast gegrabt. Ich wusste, dass das die nächste Mission wird. Ich wusste es einfach. Deswegen bin ich gleich hingedüst schon mal, dass ich mir ein bisschen Zeit sparen kann. Das war ein schlechter Winkel. Attacke. Attacke. Sehr gut. So, da haben wir auch noch einen. Was macht der denn da? Warum hält er seine Hand zu ihm? Hat er irgendwie sein Smartphone verloren? Oder was ist da los bei dem Kerlchen? Okay, da müssen wir aufpassen. Düse und zack. Komm mal, zack, haben wir. Und Attacke, zack. Attacke, dein... Verdammte Scheiße, Alter, war das knapp. Heilen, heilen, heilen. Oh mein Gott, geh weg, geh weg. Ah, Blende. Oh, Mann, was ist hier los, ey? Das lässt mich ja gar nicht mehr in Ruhe, das Teil. Das war richtig geil auf mich. Ich sehe auch gerade, wir können den Panzertitan einmal einsetzen. Ich glaube den... ich setze ihn ein. Aber erst, wenn ich da drüben bin, dann kann ich da auf jeden Fall schnell durchracen, weil das sind keine starken Gegner. Die kann ich wirklich schnell wegklatschen und ich spare mir halt ein bisschen Energie. So, hier würde ich das einsetzen. Aber davor setze ich erst nochmal ganz kurz das hier ein. Ein Gaswechsel. So, und jetzt verwandeln wir uns mal in den Panzertitan und machen die echt ganz kurz kaputt hier. Weil die halten nicht viel aus hier. Das ist das Gute. Wenn es solche Titanen wieder werden mit Verteidigung und so, ja, RIP, Kartoffel. Aber bei denen geht es auf jeden Fall voll fit hier. So, noch ein, zwei Schläge, dann ist der auch futsch. Oh, der hält aber auch echt viel aus hier. Ja, okay. Haben wir es geschafft? Nee, der lebt ja immer noch. Bruder, Mann. Jetzt, der ist tot. So, jetzt müssen wir... Oh, scheiße, das schaffen wir von der Zeit ja nicht mehr. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Schade. Schade, ich hätte echt gedacht, dass wir es von der Zeit her schaffen, dass wir beide Gruppen besiegen können, aber es hat echt nicht gereicht. Miese Brise. Gut, aber dann machen wir es alleine, dann haben wir auf jeden Fall die Zeit genutzt, um eine Gruppe davon kaputt zu machen. Weil, wie gesagt, bei den Panzertitanen, bei Titanen zu nutzen, die eine Ausdauer haben, so eine grüne Ausdauer, da bringt das nichts. Da braucht viel zu lange, um diese Ausdauer überhaupt wegzukriegen und dann eben dann den restlichen Schaden zu machen. So viel Zeit habe ich gar nicht. Deswegen kann ich mir das eigentlich hier groß sparen und das lieber dann für solche Titanen einsetzen. So, haben wir auch. Da hat nur noch der eine hier übrig. Das Dickerchen hier. Mit dem Bierbauch. Kannst klicken. Und Attacke. So, haben wir auch. So, wie viele Titanen müssen wir noch platt machen? Ich glaube, ich hole mir hier mal das Material. Klinge wechseln wir gleich mal aus, weil wir sie eh full sind. So, sehr schön. Ach, wir kriegen hier auch diese Titanform raus, sehe ich gerade. Das ist ja trollig. Das ist ja trollig, das wusste ich gar nicht. Aber jetzt sehe ich es erst. So kann man es natürlich auch machen. So, warten wir mal ein bisschen kurz, bis die nächste Mission kommt. Meine ich, wäre auf dem Scheißstein... Ja, ich will auf dem Stein bleiben, danke schön. Och Mann, da kommen jetzt schon wieder welche. Aber das ist die finale Mission, Freunde. Mehr gibt's nicht. Das sind jetzt wahrscheinlich Titanen mit Verteidigung, 100 pro. Ich sehe es schon kommen, ey. Ja, es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Aber gut. Alter, wie der läuft. Germany's Next Topmodel hier. So. Da kenne ich nichts. So, sehr schön. Und jetzt nur noch seinen Nacken angreifen. Oh, wie wenig Schaden das macht, ey. Da muss ich ja... Oh, Alter, warum ist der eigentlich auch so braun? Solarium. Aber sowas von gewesen. Richtiger Sonnenbank-Flavor. Wer kennt das Lied von euch noch, Freunde? Sonnenbank-Flavor. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das hat so gut gepasst gerade. Ich muss jetzt kurz meinen Gas wechseln. Meine letzte Düse. Scheiße. Oh mein Gott, der ist einfach über mich gesprungen. Wie knapp das war. Ach du Scheiße, wäre ich ein Stück weiter hinten gewesen, wäre ich sowas von am Arsch gewesen. So, die anderen können mir getrost egal sein. Ich gehe noch schnell das Gas hier holen, weil ich keine Gasflasche mehr habe. So. Nehmen wir mit. Wenn wir wenigstens eine Gasflasche noch haben. Und jetzt schnell darüber zu der Truppe. Es ist auch schade, dass ich irgendwie gar kein Blend-Item da rausbekomme, sondern dass ich da wirklich nur, ja, Schwerter und Gas rauskriege. Aber ich dachte mir, klar, es ist auch kein Wunschkonzert. Ich meine, das sind Leute, die flüchten. Wenn ich jetzt zu einer Einheit gehören würde, wäre das wahrscheinlich wieder was anderes. Aber es ist halt trotzdem für mich dann so als Spieler total belastend, wenn ich da nicht solche Materialien rausbekomme, dass ich zum Beispiel Titan auch blenden kann. Weißt du, wie ich meine? Scheiße. Wenn die Titanen so liegen, dann ist es sowieso nochmal ein bisschen schwieriger.
Manche denken mir echt, dass die Titanen, die so richtig groß sind und stehen, dass die schwerer sind. Aber ich glaube, die Titanen sind auf jeden Fall viel schwerer zu bekämpfen, weil sie meistens einen schlechteren Winkel haben zum Angreifen, als jetzt so ein normaler Titan. So, Klinge wechseln. Ich hoffe, mich greift keiner an. Das wird knapp. Oh mein fucking Gott, Freunde. Was war das gerade für ein Ausweichmove von mir? Ach du Scheiße, das war ja wirklich ultra, das ging sein Vater, ey. So, das war der vorletzte. Jetzt noch schnell in den Wald, da gibt's noch einen. Boah, der ist aber auch echt umzingelt von Titanen. Ich überleg gerade, ob ich kurz noch die Titanen davor platt mache, dass die mich nicht noch auszusehen angreifen. Dann habe ich kurz meine Ruhe hier und kann den einen dann flappen. Das andere? Da ist noch ein anderer hier. Ah. So, den greifen wir auch noch schnell an. Die oben auf dem Berg, die sind scheißegal, die kommen eh nicht runter. Können, glaube ich, gar nicht runterkommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir lassen die aber trotzdem mal. So, jetzt nur noch den einen hier und dann haben wir es. Ich habe keine Gasflasche mehr. Ich hole mir noch ganz kurz einen hier. So. Gasflasche ist echt kritisch bei mir. Aber ich habe Flügenschwerter. Das ist schon mal das Gute. So, Freundchen. Hallihallo. Wie geht's denn so? Haben wir heute schon was vor? Alter, was ist das? Mario hier oder was? Warum hüpfen wir hier so rum? So, haben wir auch geschafft. Und jetzt nur noch seinen Nacken. Attacke! Ja, nicht mal Brandbomben. Nichts. Sonst hätte ich auch Brandbomben oder so geschmissen. Aber gut. Wie gesagt, das liegt halt daran, dass wir Flüchtlinge sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. deswegen müssen wir einfach mit dem kämpfen, was wir eben haben. Und das ist eben sehr wenig Material. So. So, schon mal kurz den Sprung wegspringen hier. Klinge wechseln. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen ihm schnell Schaden machen, dass er aus diesem Rage-Mode rausgeht. So, sehr gut. Und jetzt kommt, das kriegen wir hin, Freunde. Das kriegen wir echt hin jetzt. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Freunde. Was ein Kampf, ey. Aber ich hab's geschafft. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir Season 4 Inhalte bekommen. Oder ob das wirklich nur ein Joke war. Aber es sollte eigentlich kommen. Ich meine, viele haben darüber berichtet. Okay, Freunde, wir haben das Spiel jetzt tatsächlich durchgespielt und wir haben jetzt kurze Season 4 Inhalte oder Einblicke bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber der ein oder andere, der auf jeden Fall den Manga gelesen hat und weiß, wie die Geschichte von Attack on Titan jetzt auf jeden Fall weitergeht, ich will ja nicht erwähnen, Kapitel 119, der weiß auf jeden Fall, was das gerade zu bedeuten hatte, die Szene. Wird auf jeden Fall ziemlich cool und ich freue mich auch drauf, wenn da wirklich nochmal ein Teil kommen sollte, weil es gibt jetzt ja wirklich nur noch Material scheinbar für eine vierte Staffel und dann ist wirklich Schluss, Freunde, was Anime betrifft. Manga ist ja auch gerade aktuell alles im Endgame und ja, was das Spiel betrifft, mein Fazit, ich bin auf jeden Fall hin und weg, was dieses Spiel betrifft. Ich fand ja damals schon Attack on Titan Wings of Freedom, fand ich schon wirklich mega gut umgesetzt. Da war halt nur ein bisschen wenig Inhalt drin, das war ja eigentlich ja nur komplett Staffel 1, glaube ich. Mehr war da, glaube ich, gar nicht drin. Ich glaube, es gab noch keinen Beast-Titan drin. Wenn doch, dann tut es mir auf jeden Fall leid, aber ich meine, es war nur Staffel 1 alles. Und dann kam eben Attack on Titan 2 raus und jetzt eben das Final Battle Upgrade. Und deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, falls ihr das Spiel noch nicht hattet oder selbst gespielt habt oder so, kauft euch Attack on Titan 2 Final Battle, weil ihr bekommt eben die Inhalte von Staffel 1, 2 und 3 komplett geliefert, Freunde. Wie gesagt, Final Battle drauf. Nicht irgendwie Attack on Titan 2 oder Wings of Freedom, sondern nur Final Battle.
dann bekommt ihr alles, was es gerade zu diesem Spiel gibt, Freunde. Und das kann ich euch nur empfehlen. Klar, für den einen oder anderen, der das Spiel jetzt schon so hatte, das Hauptgame, der wird auf jeden Fall sagen, ja gut, Final Battle kam, ich musste mir jetzt aber ein Upgrade von 50€ kaufen, ist schon ordentlich, aber ihr habt gesehen, ich habe jetzt 13 Parts damit gefüllt und es ist sogar noch mehr möglich, Freunde. Also ihr könnt da schon einiges machen. Ob es jetzt noch einen Stream gibt oder so, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram und ganz unbedingt auf Twitch, Freunde. Da werde ich auf jeden Fall das ein oder andere Projekt auch noch starten. Ich habe vor, wahrscheinlich ein One Piece Pirate Warriors Projekt nur auf Twitch zu bringen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, ich bin mir aber noch nicht sicher, dann folgt mir auch auf Twitch. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Ich finde das Game, wie gesagt, fantastisch. Von der Story einfach super umgesetzt. Animation mega umgesetzt. Das Gameplay ist so richtig smooth. Man kann wirklich vieles machen. Jetzt gerade mit Final Battle auch noch die Donnerspeere und dann noch diese Mini-Gatling-Guns und so ein Zeugs. Also man hat hier schon einiges zu bieten, Freunde. Und deswegen kann ich euch das Spiel wirklich nur ans Herz legen, das wirklich mal zu spielen. Es ist vom Gameplay anfangs sehr schwer, aber man kann schnell reinkommen. Und ihr habt gesehen, ich habe anfangs Monate jetzt wieder nicht gespielt, habe dann ein, zwei Parts gebaut und dann war ich eigentlich schon wieder voll im Gameplay drin. Also es ist auf jeden Fall schnell lernbar, Freunde. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Das sollte es dann von diesem Projekt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung ganz gerne rein. Gerne auch euer Fazit in die Kommentare reinschreiben. Ich würde auch gerne darauf dann reagieren und was darunter schreiben. Deswegen schreibt auch euer Fazit zu diesem Spiel auch ganz gerne rein. Wir sehen uns dann zu einem neuen Projekt wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.